Verzeihung, ich habe euch nicht verstanden, Kapitän. Es ging in dem Geschrei des anderen Ferdis unter. Sie hat sich bislang nicht zu Schulden kommen lassen und sich trotz ihrer, nennen wir es Begabung, vorbildlich verhalten, nicht wahr? Wie ich bereits sagte, sie hat sich etwas zu Schulden kommen lassen, indem sie ihre astralen Kräfte den Niederhöllen zur Verfügung gestellt hat. Ich sagte ja auch bis jetzt. An Bord eines Schiffes gilt das Wort eines Kapitäns und ich werde die Gesetze an Bord nicht anzweifeln. Ich möchte allerdings noch einmal stark betonen, dass ich dagegen bin und werde die rechtlichen Schritte dann in der nächsten Stadt einleiten. Das wird ein Nachspiel haben. Nicht für euch, Kapitän, sondern für McAaron. Vielen Dank, Eure Exzellenz. Das ist wohl alles, was man erwarten kann. Wenn ihr mit dem ehemaligen Großinquisitor, wenn nicht so gut gestellt wäret, dann würde das hier ganz anders ablaufen. Ganz anders. Auch eure Autorität ist nicht grenzenlos. Genauso wenig wie meine. Sie wird nur von Praius und seinem Willen beschnitten. Richtig. Damit wird die Schließe des Eisenkragens wieder gelöst. Ungefähr 30 Sekunden später klacken dann nochmal die Handschellen und Romilly ist frei. Hat mir die Hand gelegt. Ich Ja, ist unangenehm. möchte den beiden folgen und Romilly möglichst allein abpassen, sobald die beiden gegangen sind. Ja, also wäre möglich. Gut. Ja, ich blicke dann nochmal über die Schulter, wenn die Inquisitorin gerade die Zellen verlässt. Romilly, ihr seid in Schwierigkeiten. Was habt ihr euch gedacht? Wollte unser Fortkommen hier ein wenig. Immer die Frage auf dieser Arche, nicht wahr? Die Wahl der Mittel und welche den Preis noch wert sind. Nun, wir werden schon dafür sorgen. Im Notfall wird ein guter Bekannter von mir dafür sorgen, dass euch nicht allzu Grausames widerfahren wird. Aber bis dahin haltet euch bedeckt. Wenn ihr irgendwelche Natürlich. Ausbrüche plant, kann ich euch nicht mehr helfen. Aber nicht vor zu verschwinden. Gut. Ach ja, dann, es war ein Fehler, die hier an Bord zu holen. Ich glaube, sie sind zu sehr ihren Lehren verschrieben. Das Pragmatisch ist Sie ihnen abhanden hat gekommen. nicht Unrecht. Können nicht einfach einen Dämon mit Kraft versorgen, egal wie sehr wir auf ihn angewiesen sind. Jasper kommt einmal um die Ecke. Oh, da seid ihr ja. Ihr, euch brauche ich jetzt gar nicht. Romilly verdreht die Augen. Ich habe aus Versehen eure Gespräche belauscht. Das tut mir leid. Die Wände sind doch recht dürr, möchte ich meinen. Ihr habt also herausgefunden, dass man diese Arche mit astraler Energie speisen kann? Nun, was der ehemalige Kapitän Rodger noch im Petto hatte, war eine Blutschale. Ähnlich der Otter Galdre, möchte ich meinen. Das heißt, die Mannschaft trat vor versammelter Schale an und jeder schnitt sich einmal in die Hand, sodass jeder sein Blut opferte. Was auch funktionieren dürfte. Blut und die magischen Mächte sind sich doch sehr ähnlich, zumindest wenn man in der magischen Theorie etwas bewanderter ist. Und Rodgard ist mittlerweile tot und in den Niederhöllen. Und wenn ihr ihm nicht folgen wollt, behaltet ihr so etwas besser für euch, bevor die Inquisitorin euch noch hört. Ich möchte nur mein unschätzbares Wissen mit euch teilen, was ich sehr gerne tue. Wissen hat schon mehr als einen auf den Scheiterhaufen gebracht. Ich glaube, uns ist allen klar, dass wir hier am Abgrund wandeln, dass jeder weitere Schritt ein Schritt ins Verderben sein könnte. Aber ich dachte, wir hätten uns alle entschieden, dass wir bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Nicht nur unser Leben zu opfern. Wir haben hier auch die Verantwortung über alle Männer und Frauen an Bord. Sie wissen, was die Gefahr ist, und sie sind bereit, das Risiko einzugehen. Und Ihre Exzellenz ist hier, um sicherzustellen, dass wir bei dieser Gratwanderung nicht abrutschen.
Nun, ich habe das Gefühl, sie legt uns mehr Steine in den Weg, als dass sie uns Gutes tut. Wen Prios liebt, den prüft er. Ja. Aber Yalan, dafür bist du doch hier. Du bist der Kapitän. Du passt auf, dass hier die Ordnung gewahrt wird. Ich kann auch nur so viel tun. Und es hilft mir nicht, wenn ihr gegen dieselben Frauen arbeitet, die oben im Oberdeck versuchen, Berainian aus ihrem Gefängnis zu befreien. Nun, aber wenn sie befreit ist, die Arche wird ohne sie nicht fahren können. Nicht so, wie es bisher konnte. Und das wisst ihr woher, weil Xylester es euch sagt. Hört ihr auf alles, was die Frau euch jetzt mittlerweile einflüstert. Meine Herren, bitte. Verdammt. Bitte beide ein wenig. Wir sitzen buchstäblich alle im selben Boot. Benehmt euch entsprechend. Streng genommen ist es ein Schiff. Wenn ihr nicht geweiht werdet. Damit gehe ich aus dem Raum. 17. Zar, Mitte des Tages, und damit ist euer erster Pumpvorgang abgeschlossen. Ihr verfügt jetzt über 10 Handlungspunkte. 20 Astralkräfte bzw. 20 ASP entsprechen 2 Handlungspunkten. Wagner würde gerne, während die anderen da alles besprechen, nochmal Lupti suchen. Ihn in seinen ersten Lehrkursus unterrichten. Im Kochen? Nein, nicht kochen. Lesen und Schreiben. Im Lesen und Schreiben? Na klar. Lupti nicht wissen, wofür gut, aber Lupti tun, was Ragnar sagt. Das ist wichtig. Dann kannst du nämlich ganz viele wichtige Sachen lesen, wie das hier. Ich zeige immer das Buch, wie man Menschen kocht. Da stehen sehr interessante Sachen drin. Lupti? Streicht so ein bisschen über das Buch. Das Menschenhaut? Ja. Aber nur bei diesem speziellen Buch. Normalerweise ist das aus Bäumen gefertigt. Lupti. Also bitte mach keinen. Falls du irgendwann mal Schreiber wie ich wirst, mach bitte keine Bücher aus Menschenhaut. Ja, schlägt so die erste Seite aus. Rote Schrift, ja, mit Blut geschrieben. Ja, das ist auch nicht so gut. Also, normalerweise benutzt man Tinte. Gut, ja, du kannst es ihm auf alle Fälle beibringen und würfel mal bitte eine Lehrenprobe. Ich erschwere sie dir um 5. Passt der Junge dann wenigstens auf? Das kommt auch also deine Lehrenprobe. Also, ich erkläre. Auf. Okay. Der ist wunderbar. Ja, dann wird er tatsächlich auch anfangen, Buchstaben zu erkennen. Also, fängt eben damit an, dass er das Alphabet lernt. Dann würde ich ihm jetzt aber allerdings das Menschenhautbuch austauschen zu einem Tagebuch von mir. Ja, also Bücher würdest du noch ein Nöcher sind hier auf diesem Schiff. Achso, na dann, ja. Hauptsache halt den Steckbrief, den Steckbrief von Piranianer kannst du ihm auch zeigen, also du wirst irgendwas. Genau, ja. Gut. Dann werde ich ihm jetzt erstmal so den Buchstaben nehmen. Ja. So, ja, ihr könnt regenerieren, habe ich ja schon gesagt, wenn ihr auf Krankenstation seid, auch noch einen zusätzlichen W6. Den ihr dann durch die Heilung bekommt, weil aktuell ist alles da. Ja, ihr habt jetzt 10 Handlungspunkte. Wollt ihr weiterziehen oder wollt ihr weiter erwarten? Erstens möchte ich von Faruk eine Nachricht an Dexter Nemrod schicken lassen. Ja. Ja, mein kleines Problem mit der Inquisition. Wenn er in der Nähe ist, möchte er noch vielleicht bitte schlichten. Faruk schüttelt nur mit dem Kopf, wird das dann aber schreiben und abschicken. Gut. Zweitens, wenn jemand anders was vorhat, fahren wir jetzt einfach durch die ironische Blockade und zahlen das Schutzgeld. Denn ich bin nicht bereit, mich mit irgendeiner der anderen Möglichkeiten jetzt noch abzuschlagen. Was für Schutzgeld? Wir verlangen gefälligst Schutzgeld von denen. Also trotzdem natürlich vorher nochmal die Geschütze überprüfen, ob wir alle richtig sitzen. Ja, also okay. Offiziersbesprechung morgens um 12. Geschütze sind alle montiert, wenn ihr das denn vorhattet. Das dauert wie gesagt 6 Stunden, um alle aufzubauen. Und ja, wäre möglich. Haben wir gestern schon angesagt. Richtig. Nach dem Karakil-Angriff. Richtig. Gut. Wie ihr sicherlich alle wisst, liegt rund um Elborum insgesamt 2 Seeblockaden des Oronischen Reiches. Ich hatte eigentlich gehofft, wir könnten diese umgehen oder zerschlagen, aber im derzeitigen Zustand möchte ich es nicht drauf ankommen lassen. Entsprechend werden wir ihre dreisten Forderungen einmal mehr bezahlen müssen. Ja, wir werden danach einen Weg nach Kunchom machen. Zwischendrin hoffentlich auch das ein oder andere Piratenschiff aufgabeln können, um für unsere Verhandlungen mit den Uronen büßen zu können. Und in Kunchom
Verwundeten absetzen, hoffentlich neue anheuern und einige Kleinigkeiten klären. Kommentare? Fragen? Ja, was, wenn die Orange-Blockade das Feuer auf uns eröffnen sollte? Dann feuern wir zurück und geben ihnen richtig Zunder. Ei, Kapitän, das klingt nach Tatenkraft. Gut. Ausführen. Damit lasse ich mich in meinen Stuhl fallen und muss hier mir die schläfen. So, dann 20 Meilen kostet ein Handlungspunkt. 40 Meilen ist es zur Blockade. Nach 10 Meilen könntet ihr also die ersten paar Schiffe aufragen sehen. Mit den Ferngläsern, und wenn ihr weiter auf sie zumarschiert, dann könnt ihr auch erkennen, dass es sich dabei dann wohl um, ja, in Sichtreichweite auf der linken Seite von euch befindet sich immer noch der Sturm und in guter Entfernung, so dass man nicht vom Sturm erfasst wird oder von den ersten Winden, liegen dann die Biremen und teilweise auch noch einige Galeeren so um ungefähr 10 Meilen Abstand voneinander. Die werden euch auch erkennen, und wenn ihr dann durch eure Ferngläser blickt, dann müsstet ihr euch jetzt für eins der Schiffe entscheiden, auf das ihr dann so langsam zugehen könntet. Ist dann euch selbst überlassen. Aber es gibt von allen die Mitteilung, Kommunikation aufnehmen. Von okay, allen. Ist eins davon, ich stelle mich einfach mal vermutlich dann an den Bug mit dem Fernrohr in der Hand, oder habe zumindest der Fadarius da, der mir das Fernrohr in der Hand hat. Ist eins davon mit irgendwie sonders beflaggt, von wegen hier Admiralität oder so? Nö, die sind alle gleich. Gut, dann das Erstbeste. Flaggen einfach mal drehen bei oder so ähnlich. Mhm. Oder halten an, legen an, sowas in der Kante. Gut. Ja, dann werden die Schiffe größer und größer. Und ihr könnt auch sehen, dass die mit Ruderern bemannt ist. Ziemlich arme Sklaven, die ihr dann erkennen könnt. Ich muss gerade mal schauen. Moment. Leg zwischendrin noch den anderen Wappenrock an, den blauen. Den blauen. Das ist der Dunkelstein. Dunkelstein. Mendenischer Zweig. Ja, segelt ihr oder fahrt starkst auf ein Schiff Göttin von Elberum zu. Und wenn ihr dann dort anhalten mögt, wie sieht's da aus? Also die bleiben erstmal quer aufgestellt. Wie also werdet wenn, ihr. Wenn der Fanalis jetzt nicht querschießt, starken wir relativ nah an die heran, legen dann die Arche tiefer und lassen dann eine lange Planke herab. Gut. Oder ihr öffnen könnt auch eine Luke im Unterdeck, wie auch immer das geht. Ja, das wird funktionieren. Ihr könnt auch sehen, dass die wohl mit Ketten verbunden sind, die verschiedenen Schiffe, so dass man nicht ohne weiteres drüber hinwegfahren könnte. Also sowas wie eine Seeblockade wird hier wohl auch aufgebaut sein. Nur zur Klarstellung, wir könnten drüber weglaufen, ja? Mit ein bisschen Geschick und Tänzeln, ja. Okay. Ja. Ja, Planke wird herabgelassen und ihr könnt dann sehen, wie mehrere Gestalten nach oben kommen. Das erste, was nach oben tritt, ist ein mehr Tier als Mensch, ein Kelevatan, über und über behaart, Ziegenbock, Hörner, die aus seinem Kopf sprießen. Das Ding ist wohl mehr dämonisch. Er tritt dann mit einer großen Streitaxt nach oben auf das Deck und steht dann dort und blickt sich einmal um, schnuppert einmal in den Wind. Und das zweite Wesen, ja, das ist ebenso merkwürdig. Ein androgyner Mensch, Zwitter. Schlank Gestalt, Brüste, die wohl auch sehr wohlgeformt sind, aber dadurch, dass es keine Rüstung trägt, könnt ihr auch erkennen, dass es nicht nur Brüste hat, sondern auch einen sehr langen Penis, Zwitter, und steht dann dort auf dem Oberdeck. Offensichtlich, Offizier, mit dem dürft ihr jetzt verhandeln. Mit der dürft ihr jetzt verhandeln. Ich beherrsche mich kurz selbst. Ich bin Belcanione, mit wem darf ich sprechen? Wo ist der Kapitän? Ich schlucke einmal, gut sichtbar, vielleicht nicht hörbar, trete vor.
noch einmal dem Kelebatan vor sich eine Schelle, weil er hat wohl gerade wohl irgendwie eine Frau erschnuppert, irgendeine Schützin dort oben auf dem Turm. Denn da gibt es natürlich auch weibliche und könnt sehen, wie sich wohl der riesige Penis von dem Kelebatan jetzt auch aufrichtet. Aber nachdem es dann eine Schelle bekommt, wird es dann auch an Ort und Stelle verharren. Ich werde mir meiner Sache von Sekunde zu Sekunde unsicherer. Ein stolzes Schiff habt ihr, Kapitän. Ihr seid aber nicht Rodgard. Die Gezeitenspinne nehme ich an? Gut, gut. Machen wir es also wie immer. Sagen wir, ihr dürft euch den Bauch vollschlagen in unserem Gebiet. Und dafür, nun, sagen wir 200 Dukaten. Wir passieren nur. Genau, richtig. Wir haben also nicht vor, euch auf uns auf eurem Gebiet den Bauch vollzuschlagen. Dann sagen wir doch einfach, es ist so etwas wie eine Gebühr zur Erhaltung der Oronischen Flotte. Wir müssen ja auch von etwas leben, nicht wahr? Und wenn ihr nicht essen wollt, dann, ach, mir ist es doch völlig egal, was ihr dort drin tut. Irgendwann zu Ragnar darüber, versuche irgendwie nonverbal herauszufinden, ob er was zu sagen hat. Nonverbal herauszufinden, wir können ja Attack. Wir können jetzt nicht anfangen, hier rumzufuchteln. Können wir schon. Von mir kriegst du einfach nur einen fragenden Blick. Ja. Also ich würde jetzt da... Mir fallen gerade OT keine guten Argumente ein, da irgendwie das runterzuhandeln, deswegen... Keine Ahnung. Gut, wir nehmen selbstverständlich auch Waren an. Mir ist es egal, wir haben unsere Hehler. Und es interessiert uns nicht, falls ihr irgendetwas an Siegeln oder so habt. In Ordnung, 200, aber ihr nehmt sie in Naturalien an. Nun, so machen wir es. Zum Erhalt der Euronischen Flotte. Ich überlege gerade... Dem Kelebatan wieder eine Schelle. Ich hab eine Frage, ja? Wie kann man einschätzen, wie gut man selbst im Bett ist, als Charakter? Betören. Also, würde ich jetzt sagen. Weil vielleicht kann ich ja, ne? Du wirst nicht den Halbdämon betören. Oder das Twitterwesen. Okay, nee, das wird nichts. Ich glaube, die müssen nicht betört werden. Das scheitert an meinem Betörenwert. Ja, nee, bis haben wir 200 Dukaten. Gut. Ja, dann dauert das, ja, Ragnar, du gehst in den Schiffsbauch, lässt so mal ein paar Mannschaften holen, die dann gerade nicht gebraucht werden. Die Geschütze sind selbstverständlich bemannt, man schaut so ein bisschen ungläubig, wenn ihr dann bezahlen wollt, aber gut, die Galeere ist natürlich auch bemannt und die haben auch Geschütze. Ist man sich jetzt nicht ganz sicher, wie viel man sich da zutrauen kann. Leichte Entfernung, natürlich die anderen Biremen, Galeeren. Wenn die so ungläubig gucken, dann sage ich, ich gebe euch 50. Ein Heller mehr. Du sagst das jetzt zu dem Zwitterwesen? Ja. Aha, ihr seid derjenige, der jetzt verhandeln darf an der Kapitänstadt? Ich bin der Schatzmeister. Wie wollt ihr das denn begründen? Nun, wir haben eine Dämonenarche und ihr habt einfache Birem. Sehen wir aus, als ob uns das interessiert? Das ist der Preis für jede Dämonenarche, die hier vorbeikommt. Kleine Schiffe sind dann eben günstiger, größere Schiffe sind etwas teurer und Gezeitenspinnen dürfen sich, nun ja, sie können so viel essen, wie sie wollen in unserem Reich. Richtig. Theoretisch könnten wir auch gar nichts bezahlen und könnten euch alle aufessen. Ihr wisst, was eine Dämonenarche kann. Ihr sollt euch glücklich schätzen, dass wir euch am Leben lassen. Das ist die Gezeitenspinne und wir haben einen Vertrag mit Xeran. Wollt ihr diesen jetzt also brechen? Nein, wollen wir nicht. Aber wir bezahlen 50 Dukaten. Mehr nicht. Nun, ich darf selbstverständlich verhandeln, aber ich bin gar nicht gewillt, hier mit dem Iona nach unten zu gehen. 200 Dukaten. 50. Handelnprobe. Jetzt geht's hier los. Ja klar, also du kannst es jetzt gewalttätig lösen, aber ansonsten ist das eine Handelnprobe. Ja, dann wirf dich mal auf Handeln. Das sieht nicht gut aus. Schauen wir mal nach. Sage ich einfach mal 14, 14, 14 und würfelt auf die 10. Oh. Also, meine Herren, ich würde doch einfach sagen, dadurch, dass ihr uns beleidigt und nun die, sagen wir einfach eine
eine Wiedergutmachung dieser Beleidigung, dass sie uns herausfordert und uns androht. Nun, sagen wir doch einfach 250 Dukaten und ihr könnt wiederkommen. Also ich würd dann mal Jalan ansehen und dann auf Attack zeigen, fressen. Ach, du bist noch da. Ich dachte, du wärst schon unter Deck gegangen mit dem. Nein, ich muss ja hier verhandeln. Das reicht jetzt aber. Wir wollten niemanden beleidigen. Wir zahlen 200 und sehen zu, dass wir fortkommen. Kapitän, ihr habt uns gerade massiv beleidigt. Der Preis ist also gestiegen. Sie schnippt einmal und deutet dann mit ihrer Hand über Deck. Könnt wohl sehen, dass sich auf der Galeere irgendwas bewegt. Ein paar Geschütze, die herumgerückt werden. Und ein kleines Leuchtfeuer, was vom Kapitänsober aufbauten, dann abgegeben wird. Ein paar Sekunden später wird das Leuchten von der anderen Bireme erwidert. Na gut, das ist leider dann jetzt der letzte... 250. ...letzte Tropfen im Fass gewesen. Ich knirsche einmal ganz laut mit den Zähnen und nicke dann. Na gut, Ragnar bezahlt die Leute. Ohne Murren, bitte. Ja, natürlich. Lubdeal, komm mal mit, Lubdeal. Lubdeal? Drück mir derweil irgendwie die Handfläche am Knauf meines Schwertes. Ja, wenn meines Nachtwindes wohnt. Ja. Dann habe ich ja keins mehr. Dann würde ich jetzt mit Lubdeal nach unten gehen und ihn fragen, was ist das Tödlichste auf dieser Arche, das es gibt? Also tödlich, tödlich. Die Gänge? Irgendwas, was man in einen Beutel packen kann. Am besten so, dass es auf den ersten Blick nicht auffällt. In einen Beutel? Ja, du hast doch gerade gehört, wir müssen hier 250 Dukaten bezahlen. Wobei, dafür brauchen wir wohl eher schon eine Kiste. Bezahlen in Waren. Ich wollte gerade sagen, also es wurde gesagt, in Waren bezahlen. Das ist dann einfach die Seide, die ihr dann mit dem valusianischen Wappen geprägt habt im Bauch. Dann können wir die ja theoretisch mit irgendwas... Haben wir hier irgendwelche giftigen Substanzen an Bord? Ich habe uns jetzt in den Elfenbausch abgezogen, weil der sowieso 250 hatte. Oder Elfenbausch. Haben wir hier irgendwelche giftigen Substanzen an Bord? Wir haben Sortul-Säpfel auf dem Oberdeck. Vielleicht noch, wenn niemand losgeworden ist. Ja, dann wird Lubdeal das vorschlagen. Sortul-Säpfel? Kann man die irgendwie so... Keine Ahnung, wie ich das sagen will. So zerbrechen, dass sie... Nee, die ätzen dann direkt, ne? Die ätzen alles weg. Kann man irgendwie so eine Vorrichtung? Nee, kann man nicht. Keine Ahnung. Na gut. Dann bezahlen wir halt die 250 Elfenbauschwaben. Als du dann gerade nach unten gehst, kannst du sehen, wie wohl Bisfrabul dann irgendwo im Gang steht und fragt dich dann auch, soll ich sie umbringen? Ist eine gute Idee, aber ich habe gerade eine bessere Idee entwickelt. Könntest du nicht in einer rituellen Zeremonie das Elfenbausch weihen? Willst du mich verarschen, Mann? Ich bin Korgeweiter. War nur ein Vorschlag. War nur ein Vorschlag. Der Ziegenmann dort oben sieht interessant aus. Das wäre ein guter Kampf, den ich noch nicht hatte. Willst du dich wirklich prügeln? Oh, und ob ich das will. Wie viele Schiffe waren da draußen nochmal? Aktuell nur eine Galeere. Insgesamt sind es vier, richtig? Also du siehst es nicht. Also es sind definitiv alle 10 Meilen wirst du wohl eine Bireme finden. Kann man doch eigentlich hier schon so ein bisschen Action machen, oder? Also wie seht ihr das? Alle 10 Meilen eine Bireme, die jetzt alarmiert sind. Aber wie seht ihr das so? Also ich sehe das so, als würde ich mir so denken, auf geht's, Angriff, Attack und alles tot. Jemand anderer Meinung? Ja! Mach keinen Scheiß, Ragnar! Okay, schade. Na gut, ja, bis Frau Buhl, das müssen wir wohl auf ein andermal verschieben. Hm. Ich denke nicht, dass wir eine Chance gegen die gesamte Oronische Flotte haben. Ich hab schon mal versucht. Und du lebst noch. Cooler Typ, ich versuche ihm einen High Five zu geben. Schüttel nur mit dem Kopf. Okay. Ja, okay, du kannst dann die Leute bezahlen, wenn sich der Kapitän wohl weigert und alleine will man da wohl auch nichts lostreten, auch wenn Bisfabul Lust hatte und Hasswolf würde wohl auch nur irgendwas von Abenteuer murmeln. Aber dann, 10 Minuten später ist dann die Seide verladen. Ihr bekommt, wie auch vor ein paar Wochen schon, einen Schreibsel der oronischen
Armee, Armada, wenn man das so bezeichnen möchte, und damit dürfte dir passieren. Ein, ja, friss was du kannst, Gutschein. Ja, dann wird die Planke wieder eingezogen. Die Oronische Armee würde dann die Kette einmal so lösen. Weitere Lichtsignale, die es gibt. Und dann ja, könnt ihr über die Kette schreiten. Euer Gnaden. Kapitän. Haben wir doch schon diesen Schein. Machen wir wohl auch davon Gebrauch. Treibt mir ein Piratenschiff auf. Hi, Kapitän. Ich werde die Navigatoren anweisen, Ausschuss zu halten. Ich hätte auf meine Mutter hören und zum Hesinde-Tempel gehen sollen. Mein Vater meine ich. Raus sagt euch wohl nicht mehr so zu, was? Natürlich. Darum geht es nicht. Was ich meinte, ist, ich hätte eine Profession ergreifen sollen, die weniger Stress bietet. Gelehrter werden sollen. Oder Heiler. Oder Händler. Oh nein, ich muss dir ein Schwert in die Hand nehmen. Meine ehrliche Profession. Einfach, gefährlich, aber nun, die Verhandlungen sind einfach, würde ich sagen. Nichts hieran ist einfach. Gut. Was meint ihr? Piratenschiff, oder? Piratenschiffe, Schmugglerschiffe, ist mir egal. Sucht einfach was. Ei. Ja, dann die Navigatoren, beauftragen, Ausschau zu halten. Möchtet ihr euch auf dem, ja, auf der offenen, auf dem offenen Ozean halten oder eher in Richtung Elberum ranfahren? Wir haben einen Gutschein, also Elberum. Elberum, ja, okay. Ich lasse mal alle Mann ins Offizierscasino antreten. Ich habe eine Idee. Ich habe ja schon mal weitergezogen, wenn das okay ist, ansonsten ja. Sagt Stopp. Nee, wir können ruhig. gut, dass ihr alle auf die Schnelle noch herbeigekommen seid. Mir kam gerade eine Idee. Wir steuern gerade Elberum an. Wie steht ihr zu der Idee, dort an Land zu gehen und einige Informationen über Oran einzuholen? Wenn wir doch sowieso hier sind. Was? Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Oh, ich stehe zwar auf Abenteuer, aber... Achso, nee, Entschuldigung, Hasswolf ist noch nicht da. Der Hasswolf muss erst ist durch tatsächlich die... eingeladen. Ja, nee, der ich kommt immer erst verspätet durch die Tür und setzt sich dann kippelnd hin. Also, Jagold schaut dich, Jagold schaut dich um, an, schüttelt mit dem Kopf. Kapitän, verzeiht, aber wir reden hier immer noch vom Oronischen Reich. Und wir brauchen die Informationen, nicht wahr? Und wie stellt ihr euch das vor, dass wir im Hafen einlaufen, von Bord gehen und... Und dann? Und dann suchen wir eine Kneipe. Eine das Kneipe. Hat in Boran doch auch funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in Elberum funktioniert. Ich habe es quasi gut noch nie gesehen. Kann wenig aus eigener Hand berichten, aber ich habe in Kutium einiges gehört, als ich dort war. Wie wäre es, wenn wir nun ein Piratenschiff auftreiben oder ein Schmugglerschiff es auffressen und die neuen Gefangenen verhören? Nun gut, ich denke, das können wir auch tun. Ich dachte nur gerade, wenn wir sowieso in die Nähe steuern, ließe sich die Gelegenheit ergreifen.